Artikelnummer SCP-485. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-485 ist zu allen Zeiten in einem verschlossenen Bankschließfach aufzubewahren, wobei der zugehörige Schlüssel an einem sicheren Ort zu lagern ist. Beschreibung: Bei SCP-485 scheint es sich um einen Standard-Druckknopf-Kugelschreiber mit einem ungewöhnlich einfach zu bedienenden Druckknopf zu handeln. Der Stift selbst wurde von Dr. Dahitsch bei der Verlängerung seiner Lebensversicherung versehentlich eingesteckt. Ursprünglich gehörte der Stift Agent von der Lebensversicherungsagentur. Jedes Mal, wenn die Spitze des Stiftes ausgefahren wird, stirbt eine zufällige Person aus dem Bekanntenkreis des Verwenders an einer unbekannten Ursache. Da das Drücken des Druckknopfs ungewöhnlich geschmeidig ist, konnte bei Versuchen beobachtet werden, wie Testsubjekte geistesabwesend den Druckknopf schnell hintereinander betätigten. Die Entdeckung dieses Effektes erfolgte, als Dr. mitten in einem Gespräch tot umfiel, während Dr. Dahitsch geistesabwesend in der Nähe mit seinem Stift klickte. Dahitsch versuchte auch seine Frau über alle normal verfügbaren Nummern, inklusive der ihres Arbeitsplatzes, ohne Erfolg zu erreichen. Weiterhin wurde Supervisor mit einem leicht überraschten Gesichtsausdruck tot aufgefunden. Der Stift erhielt daher eine SCP-Klassifizierung. Versuche folgten kurz darauf. Dass der Stift die Ursache dieser Todesfälle war, konnte nur durch den Einsatz eines einzigen D-Klasse-Mitarbeiters bestätigt werden, welcher nur 39 lebende Menschen in seinem Bekanntenkreis hatte und diese erst nach seiner Internierung in vor Ort kennengelernt hatte. Der Mitarbeiter sorgte außerdem für die Entsorgung von 90% der verbleibenden Testpersonen, da allesamt aus dem gleichen Wohnheimflügel des Standortes ausgewählt worden waren. Das Verfahren zur Zuweisung lebender Testsubjekte wurde aktualisiert, um eine stärkere Randomisierung im Auswahlverfahren zu erreichen. Anhang: Durch die kürzlich erfolgte Tragödie, der fast alle Freunde und Familienmitglieder von Dr. Dahitsch zum Opfer fielen, wird SCP-485 ab sofort in einem verschlossenen Bankschließfach aufbewahrt. Anmerkung: Zumindest hat er mit diesem ständigen infernalischen Klicken aufgehört. Wenn er jetzt auch noch das Weinen einstellen könnte. Dr. Bright: